Ja, ich glaube, ich wünsche mir einfach einen guten Umgang damit als Gesellschaft, als Stadt. Ich denke, es muss auch Platz haben für Leute, gerade ältere Leute, die nicht mit dem so gut Schlag kommen. Ich glaube, die digitale Zukunft, die ist gegeben, die kommt, ob man das will oder nicht. Aber ich wünsche mir einen guten Umgang damit. Genau, ich denke auch, also Gerechtigkeitsfragen sind wichtig, dass man gerechte Zugänge schafft, dass die Leute auch ja, gleiche Chancen haben, um an diese Mittel herzukommen. Ich glaube, es ist transparenter zum Teil, was so Dokumente und solche Sachen anbelangt. Man hat halt wie Zugriff, eigentlich so zu jeder Zeit, keine Ahnung was. Und ich habe das Gefühl, so umwelttechnisch kann das. Es hat wie beides, finde ich. Aber ich glaube, wir können da schon sehr viel profitieren, jetzt im Vergleich vielleicht vor 20 Jahren. Das Potenzial sehe ich fast nur dort, dass man eben weniger muss, sich bewegen muss, der Verkehr weniger stark belastet, die Straße und die Züge weniger stark belastet. Und dass man vielleicht gewisse Todeszeiten weniger hat, wo man halt nicht produktiv ist. Aber der Mensch muss meiner Meinung nach auch nicht immer produktiv sein. Man kann im Zug mal die, die nicht arbeiten können, können vielleicht eine Zeitung lesen und mit jemandem reden. Und ich finde es nicht erstrebenswert, dass man optimiert ist und möglichst viel produktiv kann sein. Ja, ich denke, man sollte dort dann die digitalen Medien nutzen, was Sinn macht, was ein Vorteil ist, mehr effizient bringt. Aber gleichzeitig darf man nicht alles digitalisieren, wo es eigentlich umständlicher wird. Oder ich denke, dort muss man die richtige Mischung finden. Ja, ich glaube, die Ängste sind nicht so begründet. Aber vielleicht für die älteren Leute ist es halt schon eine Angst, weil sie nicht mitkommen. Oder es geht halt sehr, sehr schnell. Oder? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Berner Digitaltag hier live aus dem Erlacher Hof am Sitz vom Stadtpräsidenten Digitaltag, wo wir heute und morgen durchführen, 2. und 3. November, ganz vollpacktes Programm rund um digitale Themen und Digitalisierung. Ja, zum Einstieg haben natürlich zwei ganz wichtige Herren hier, die die Digitaltage auch werden prägen. Zum einen ist das der Berner Stadtpräsident Alec Vograferiert. Herzlich willkommen. Grüß Sie, Frau Reiner. Und zum anderen ist das der Jonathan Gimmel, Leiter Digital Stadt Bern. Hallo. Ja, zum Einstieg einfach doch mal gefragt, warum finden Digitaltage eigentlich hier im Erlacherhof statt? Ja gut, zum zeigen, das ist der Sitz der Stadtregierung, es ist ein wichtiges Thema, es ist unser wichtiges Thema und das machen wir nicht irgendwo, sondern das machen wir genau hier am Sitz der Stadtregierung. Jonathan Gimmel, ein Tech-Park, wäre die Option? Ja, das ist wirklich die Folge von Corona. Wir haben zuerst eigentlich ein analoges Format gewählt und haben gesagt, nein, das können wir auch im digitalen Zeitalter anders darstellen. Und das hat auch einen super Effekt gehabt, weil wir haben nämlich dadurch viel mehr Möglichkeiten auf die Themen eingehen, die die Bevölkerung drängt. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, auch mit verschiedenen Räumen die Diskussion zu führen. Also das ist wirklich, wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und das als Chance genommen, auch statt neu in Dialog zu treten mit der Bevölkerung. Trotzdem muss man sagen, der Erlacherhof ist ein denkmalgeschütztes Gebäude. Also vielleicht jetzt nicht das, was ich auch selbst mit dem Wort digital würde in Verbindung bringen. Nein, vielleicht nicht, aber umso mehr, weil Digitalisierung kommt überall her und sie kommt eben auch in ein denkmalgeschütztes Gebäude. Plus, der Erlacherhof ist natürlich ein 250-jähriges Haus, das schon ganz viele Entwicklungen hat mitgemacht und er wird auch Digitalisierung mitmachen und es zeigt, es ist, Digitalisierung ist überall, sie kommt überall her und sie kommt eben auch in den Erlacherhof. Was ist die Wichtigkeit von so Digitaltagen? Die finden an verschiedenen Orten in der Schweiz statt. Bern ist zum zweiten Mal dabei. Warum? Also für uns ist es ein wichtiges Thema. Es ist die wichtigste Innovationssache, natürlich Digitalisierung. Schon mal wegen dem. Plus, warum Digitaltage? Ich finde, Digitalisierung findet überall statt, teilweise ein bisschen verzettelt, aber überall. Und hier führt man jetzt das alles zusammen, bringt es auf einen Präsentierteller und zeigt, schaut, das ist der Stand, wo wir sind, und tut das alles miteinander austauschen. Und das ist das, was eigentlich sättige Tage, sättige Austauschtage auch so wichtig macht. Ja, und dann gehen wir, Digitalisierung ist ein wichtiges Thema, also auch für Leute, die das schon nutzen oder für Leute, die es eben noch nicht nutzen oder wer wird da angesprochen? Ich glaube, Digitalisierung ist ja in erster Linie mal eine Realität. Wir leben auch in dieser Gesellschaft, die sich unglaublich gewandelt hat. Und das verbinden wir mit vielen Fragen.
Also von Datensicherheit bis auch die Chancen für beispielsweise die nachhaltige Entwicklung, für die Mobilität, also eine ganze Strauss an Fragen. Und das muss man diskutieren. Und jetzt sind wir mal in einem Feld nicht von den Wahrheiten, sondern an der Offenheit, mit denen gescheit umzugehen. Es ist unsere Aufgabe auch als Behördenvertretung, uns diesen Fragen zu stellen. Und darum laden wir hier wirklich zu einer diskursiven Plattform ein. Wir sehen es an den Beteiligten. Es sind weit über 100 Referentinnen und Referenten, die an verschiedensten Panels teilnehmen. Genau eigentlich für die Fragen aufzunehmen, denen ein Gesicht zu geben. So sprechen wir einerseits natürlich die Vertretung an, vor der Bevölkerung, über die Wirtschaft, Forschung und Lehre. Andererseits aber auch die Verwaltung selber. Und da denken wir natürlich nicht nur an uns, sondern an Gemeinden rund um Bern mit ihnen zusammen, aber vor allem föderalistische Ebene, Kanton und Bund. Also da haben wir selber riesige Hausaufgaben zu lösen. Digitaltag dienen dazu, da deutlich weiterzukommen. Wunderbar. Wie ich vorhin schon gesagt habe, einleiten wir ein dichtes, vollpacktes Programm heute und morgen. Wer soll das eigentlich alles konsumieren? Wer glaubt ihr, ist heute zu Gast am Kompi, am Tablet für uns dazu zu schauen? Ja, sie sind eben gedacht, die Digitaltage für ein ganz breites Publikum. Also es ist nicht nur reduziert auf ein Fachpublikum, sondern es soll sich durchaus auch Leute wie dir und ich hier einklinken, die jetzt vielleicht nicht Digital Native sind, sondern eher so die ganzen Sachen am Entdecken sind. Aber es ist jetzt auch nicht die Meinung, dass man da jetzt zwei Tage voll durchschaut, sondern man kann etwas rauspicken, man kann auch später das eine oder andere anschauen, für das wird es ja auf die Plattform gestellt und man kann eintauchen, man kann so einander weitersagen. Und wir werden dann sehen, wer sich hier als einklingt, einloggt und mitmacht. Das ist für uns natürlich auch ein wichtiger Vektor, um zu zeigen, wie dass wir die ganze Entwicklung müssen weitertreiben müssen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mal vor Jahren gesagt, es gibt ja etwas wie das Internet. Das hat quasi mit der Staunen, dass die soziale, die digitale Welt entdeckt hat. Da seid ihr aber schon ein bisschen weiter als Stadtpräsident, oder? Ja gut, sie hat das auch schon vor ein paar Jahren gesagt. Ich bin natürlich der, wo ich bin. Ich bin 58, ich entdecke viel. Für mich ist es einfach eine ungeheure Bereicherung. Also ich habe viel, extrem viel Lust und Freude dran. Und ich finde es fantastisch, alle die Möglichkeiten, die uns das eröffnet. Und ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung, die Neugier zu entwickeln, für dass man nachher auch damit kann arbeiten, damit kann umgehen und dass es wirklich auch zu dieser Bereicherung und zu dieser Verbesserung führt, die wir auch wollen. Herr Gimler, wer will dir ansprechen? Wer soll uns zuschauen heute und morgen? Das Schöne ist ja die Breite von Beteiligten. Wir haben nicht über 50 Panels, die auch von Dritten getragen werden. Und sie vertreten ja Bevölkerungsgruppen, sie vertreten KlimaaktivistInnen, sie vertreten das Business, die anderen Verwaltungen. Das zeigt, was machen wir hier? Wir führen zusammen, für die Diskussion zu führen und auch für die Intermediäre, also die Vermittlerinnen und Vermittler anzusprechen. Aber wir haben ja die Bevölkerung eingeladen mit einem Wettbewerb, uns Aufgaben, Ideen einzubringen. Es sind 15 Ideen reingekommen. Morgen Abend werden die auch prämiert. Wir nehmen die auch weiter und damit zeigen wir auch, was wir hier machen, ist nicht irgendwie ein Showcase, sondern wir wollen diesen Fragen stellen und eben weiterführen in unsere eigene Aufgabe hinein, aber auch im Netzwerk hinein, mit Kanton und Bund und anderen Städten an diesen Themen arbeiten. Liebe Herr Böcher, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was wäre das für ein Wunsch? Ja, mein Wunsch ist, etwas, was mir anliegend ist, wenn die Schweiz ist Innovationsland Nummer 1 in ganz vielen Industriebereichen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir als Behörde und Verwaltung im öffentlichen Dienst im gleichen Anspruch unsere Dienstleistungen würden entwickeln und wir jetzt die digitalen Technologien nutzen, für wirklich grosse Schritte zu machen, auf die Bevölkerung zu, das Leben zu vereinfachen, mehr Zugang zu schaffen, die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben, sodass wir dort auch zur Nummer 1 können werden und eine gewisse Ausstrahlung erlangen, weit über Bern raus. Alex Vogler, ich will einen Wunsch frei haben. Ja, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann möchte ich wirklich, ich möchte natürlich auch, dass wir vorwärts machen, dass wir rasch unterwegs sind, dass wir an die Spitze kommen, das wäre mir wichtig. Und für das möchte ich wirklich auch, dass man auf der einen Seite Begeisterung wecken bei den Leuten, aber dass man auch halt Ängste nehmen. Ich glaube, es bestehen ganz viele Ängste gegen Innovation, auch so davor, gibt es die gleiche Lebensqualität in Zukunft, wenn viel mehr digital ist? Ja, es gibt die gleiche, es gibt sogar eine viel bessere Lebensqualität, dass man dort bei den Leuten eine Neugier kann wecken kann, eine Begeisterung kann wecken kann für die Zukunft. Dann geht es auch viel ringer und dann kommen wir auch viel weiter. Es wird heute und morgen ganz viel laufen. Wie und auf welchem Weg werdet ihr jetzt feststellen, morgen am Abend mal? Das hat reingeholt, das hat die Leute begeistert, das hat sie interessiert. Wie stellt ihr jetzt fest, ob jetzt die Digitaltage
Erfolg werden sein oder nicht? Ja, wir werden nicht nur einfach jetzt nur Klicks messen und nachher sagen, es ist gut oder es ist nicht so gut gewesen, sondern wir werden natürlich auch mit den Reaktionen arbeiten und wir werden auch schauen, was daraus entsteht. Und das ist dann schlussendlich das, wenn es fängt an leben, wenn es weitere Sachen daraus wachsen, dann ist es ein Erfolg gewesen. Ja, und dann Kimmer? Ja, zu diesem Zweck stellen wir auch eigentlich jedes Panel, jedes Themenfeld in Fragen stellen, die man im Raum beantworten kann. Also wirklich vor Ort, da werden wir auch sehen, was kommt zurück. Und das auch in die Diskussion eigentlich können mitnehmen auf der Agenda nach von Stadt Bern in den nächsten Monaten. Und wir stellen uns auch vor, dass es Follow-ups gibt, dass wir auch in dieser Partnerschaft, die jetzt neu entsteht, zu allen Beteiligten, dass das so zukünftig ist. Also viel mehr kollaborieren, aufhören, das Einladen, das für sich zu machen, sondern auch zu teilen. Ich glaube, das ist wie ein Auftakt in Digitaltag in Bern, dass das nicht nur irgendwie auf einem Papier steht, sondern wir stehen zusammen für das auch ein. Merci vielmals, Alec Fograferiert. Merci vielmals, Jonathan Gimmer, für das Erste. Ja, meine Damen und Herren, da werden wir noch gar nicht viel mehr Wort verlieren, sondern zum ersten Programmpunkt starten. Lasst euch ein, kommt mit uns zusammen über den Festsaal von Mehrlacherhof, in das sogenannte Politcafé, wo schon eine ganz spannende Diskussionsrunde auf uns wartet. Bis nachher.